Erfurt braucht das Tor. Ich beobachte mit einem Auge immer mal auch die Geschehnisse in den Fanblöcken. Jetzt unterbricht Michael Neta. Knallen einige Böller jetzt auch. Raketen in den Block von Erfurt in die Zuschauer des FC Carl Zeiss Jena. Schiedsrichter Michael Neta unterbricht die Partie. Beide Mannschaften verlassen das Feld. Das sind Szenen, die wollen wir auf Fußballplätzen nicht sehen. Viel zu gefährlich, was dort einige machen. Es ist aufs Schärfste zu verurteilen. Ein Fußballstadion ist nach wie vor eine friedliche Stätte, wo wir mit Kindern, mit Frauen, mit der ganzen Familie einen schönen Nachmittag verleben wollen. Und diese Bilder tragen nicht dazu bei und diese Geschehnisse, dass das in Zukunft möglich sein wird. Wir können es auch benennen, die Erfurter Fans. Aus deren Block kamen die Leuchtraketen quer geflogen auf die Zuschauer. Auf die, ganz normale Zuschauer. Die dort in den Reihen der ehemaligen Haupttribüne sitzen. Jetzt versucht ein Rot-Weiß-Akteur, Erik Weinhauer, so ein bisschen einzuwirken. Von außen betrachtet scheint die Lage ruhig zu sein, aber es gibt sicherlich Kontakt zwischen der Polizei und den Ordnungskräften, Schrägstrich dem Schiedsrichter-Trio. Ob es möglich sein wird, dieses Spiel fortzuführen. Aktuell wird viel diskutiert. Und wieder ist es Pyrotechnik, die da in den Jena Block geworfen wird. Jetzt wird der Ball zurückgespielt und dafür gibt es Applaus, aber dafür habe ich auch kein Verständnis. Es tut mir leid, weder für das eine noch für das andere. Und auch die Jena-Fans, die sollten endlich von dieser Ecke weggehen und diese Provokationen einfach, die muss jemand auch mal unterlassen. Es wird sicherlich diskutiert. Wir versuchen da auch mal unseren Reporter Christian Müller zu